Und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute zeige ich euch mal die Multimaske von Schebens 3 in 1. Hatte ich euch schon in meinem DM-Haul angekündigt, den verlinke ich nochmal hier oben. Und zwar ist die einmal für die Wangen, die Augen und die T-Zone, also unterteilt. Und das fand ich irgendwie spannend, weil das neu war und deswegen wollte ich euch das gerne zeigen. Deshalb hier auch so mein Maskenband, damit nicht gleich alle Haare da drin hängen. Ich gehe mich jetzt erstmal abschminken und einmal mit der Gesichtsbürste halt so ein bisschen, dass die Poren befreit werden, damit einfach die Wirkung, die Pflege richtig einwirken kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin abgeschminkt und habe meine Reinigungsbürste von Clarisonic benutzt. Und jetzt habe ich alles schon mal in 3 verschiedene Stückchen gerissen. Das war auch so perforiert. Habe die alle aufgemacht. Das Weiße ist für die T-Zone. Die rosane für die Augen und die andere, die schwarze, ist für Dekolleté und die Wangenpartie. Das mittlere haben sie irgendwie vergessen, so ein Aufreißding zu machen. Nimmt man einmal die Schere, aber das werden die wahrscheinlich auch schnell merken, dass sie das da vergessen haben. Fangen wir einfach mal an. Wundert euch nicht, ich mache immer den Stiel ab von diesem Maskenpinsel, weil ich dann einfach besser arbeiten kann bei einer Maske. So, also die weiße, das ist Heilkreide. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört oder... Wenn ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich wüsste jetzt überhaupt nicht, was das sein soll. Also Heilerde kenne ich, aber Heilkreide hat mir irgendwie, also sagt mir nichts, habe ich noch nie was von gehört. So, auf jeden Fall diese weiße Maske, die tragt ihr wirklich in die T-Zone auf, weil ich finde, das könnte ein bisschen mehr sein, muss ich sagen. Naja. Ich habe die immer ganz gern so richtig dick nämlich drauf, die Masken, aber es reicht, ist okay. So, als nächstes kommt die, da ist noch so ein Rest, so. Ich sehe super aus, oder? Als nächstes nehme ich die rosa Maske und die ist für die Augen. Was ist das gewesen? Himbeere. Bin ich mal gespannt. Hm, die riecht richtig lecker. Oh, die riecht wie irgendein Duschgel, was ich mal hatte. Das riecht richtig gut. Nee, nicht Duschgel. Das war von Balea mal diese, diese Himbeer-Handseife. So. Und den Rest, den gebe ich einfach noch hier so an die Seiten, habe ich gedacht. Und ein bisschen hier oben drauf. Oh Gott, sehe ich schrecklich aus. Leute. Naja, nicht so schlimm. Also. Jetzt mache ich es ein bisschen dicker, weil an dem Pinsel ist halt noch was. Wenn ich jetzt so einen langen Stiel kann ich einfach nicht mit ab. Oh mein Gott. Also, die Lakritzmaske riecht richtig nach Lakritz. Wie cool. Also, das finde ich gut. Die ist fürs Dekolleté und für die Wangenpartie. Dazu sollte ich jetzt vielleicht mal meine Kette abmachen, weil sonst ist nicht viel mit Dekolleté. So. Die riecht wirklich richtig gut. Also, so, ich bin wieder da. Ich habe die Kette ab. Tatsächlich. Und jetzt kommt halt, wie gesagt, diese Lakritzmaske, die ist krass. Also die ist echt heftig schwarz. Und zwar ist die für die Wangenpartie und für das Dekolleté. Die lässt sich aber gut verteilen, weil ich habe Angst, bei so schwarz, das sieht immer so dickflüssig aus. Ja. Boah, die riecht richtig lecker. Dieses holländische Lakritz, ne? Kennt ihr dieses richtig salzige? Oh, ich könnte jetzt auch ein Contouring damit machen. Oh mein Gott. So, die Wangenpartie haben wir, glaube ich. Und ja, hier fehlt noch ein bisschen, wie gesagt, ich habe das mal lieber dicker drauf. Das fand ich jetzt halt ein bisschen schade mit dieser Heilkreide. Das war ein bisschen wenig, aber gut. Reicht auch, ne? Und dann einfach fürs Dekolleté noch ein bisschen. Da ist auch definitiv, wenn man das mitmachen möchte, zu wenig drin, muss ich sagen. Also Himbeer war gut bemessen. Ich mache es jetzt einfach ganz dünn. Dekolleté und Hals, weil sonst reicht es echt nicht aus. Ja. So. Ja, ich habe hier einen Indianer geschminkt. Hey. So, das Ganze muss jetzt 10 Minuten einwirken. Und dann nimmt man es einfach mit dem Tuch ab. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man diese... schwarze Maske mit dem Tuch nur abnehmen kann, aber wir werden gleich sehen. Wir sehen uns gleich. So, ihr Lieben, 10 Minuten sind rum und jetzt bin ich einfach mal gespannt auf das Ergebnis. Ich nutze so feuchte Reinigungstücher von Balea.
Ich hatte ja gerade gesagt, man sollte das mit einem trockenen Tuch machen, aber da stand ein feuchtes Tuch. Also von daher schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die schwarze Maske abgeht. Wahnsinn, wie die einfach färbt. Okay. Ich finde, meine Haut ist ein bisschen gerötet. Oh mein Gott. Mach mal die Augen vielleicht. So, das nächste Tuch. Eins tut es da auf keinen Fall mit der schwarzen Maske. Aber die geht auf jeden Fall gut ab. Also ich habe gedacht irgendwie, das wäre schlimmer. So, jetzt noch den Hals und das Dekolleté. Da ist natürlich viel drauf jetzt. So, ich glaube, ich habe alles. Ne, doch noch nicht. Sehe ich gerade. Okay, wir brauchen noch ein Tuch. Sorry. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel ist. Also es ist doch schon einiges an Produkt, wo ich ja gerade sagte, es wäre zu wenig. Nur schon. Aber es ist doch schon recht viel eigentlich, was drin ist in der Maske. Die ist ja auch ein bisschen was teurer. Den Preis blende ich euch oben ein. Als eine normale Schemensmaske. Die sind ja sonst immer so bei 50 Cent oder so. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, die Haut fühlt sich richtig weich an. Also vor allem hier so in dieser Wangenpartie und Dekolleté, da wo diese schwarze Maske drauf war. Das, wo diese Heilkreide war, ist eher so mattiert, finde ich. Also so ein bisschen, nicht trocken, aber einfach so ein bisschen, ja, mattiert halt. Keine Ahnung, ich habe keinen anderen Ausdruck dafür. Und an den Augen ist es auch ganz weich und zart. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich finde die gut. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und kann man auch gern mal nutzen zwischendurch. Muss man ja jetzt nicht immer holen, weil wie gesagt, die ist halt ein bisschen was teurer. Aber so für zwischendurch finde ich die echt ganz gut. Und eigentlich ist es ja auch so eine ganz gute Idee von denen, weil alle Partien brauchen ja eigentlich eine unterschiedliche Pflege, was man ja sonst bei seiner normalen Routine auch nicht so macht, bis auf die Augenpartie vielleicht. Ne? Hier sehe ich gerade, habe ich noch so ein bisschen Maske hängen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch schon überlegt, euch die Maske zu holen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über neue Abonnenten freue ich mich immer. Ich habe auch noch ein Gewinnspiel laufen, das verlinke ich euch oben. Verlinke. Ich euch oben. Und dann freue ich mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und sagt bis dahin, eure Laura. Tschüss.